Moin, Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Part von Let's Play Persien in der großen Kampagne. Ja, Leute, wir sind mal wieder da. Und wir haben den letzten Part, ja, damit beendet, dass wir Hutt-Robot haben, was nice ist. Wir haben Ekbatan-Robot, was nice ist. Wir haben, ja, Dura immer noch nicht an die Seleukiden verloren, was sehr schlecht ist. Und Gazaka wurde von den Roxelan-Robot. Das heißt, wir stehen in einer Zwickmühle und zwar müssen wir uns entscheiden: Töten wir Atropatene Dura oder unterwerfen wir es? Ich würde eigentlich gerne die alte persische Strategie hochleben lassen. Das heißt, in jeder Provinz wird Sklaverei betrieben, plus ich unterjoche jeden Staat. Und das kann nicht so schlecht. Es wäre vielleicht eine Idee, weil Dura zu Syrien gehört, das Ganze zu erobern, um davon sehr viel Geld zu beziehen. Oder wir unterjochen die Seleukiden, sowohl auch die Atropatener in dieser Provinz und machen es zu, ja, einer Satrapien-Provinz. Wäre eine Idee. Wir könnten eine Satrapien-Kampagne machen. So, ich meine, das hat man auf YouTube noch nicht so gesehen, dass jemand nur mit Satrapien hochgekommen ist. Anscheinend einfach alles umzubringen. Komm, machen wir das. Ach, kommt, Leute. Wir sind gerade mitten im Krieg. Hört auf mit der Scheiße. Gut, da Gazak jetzt erstmal in Roxolan gehört, ist Ekbatana relativ sicher. Tribesman, du riskierst gerade mal wieder einen Bann. Ich schreibe Tribesman, dass ich den ganzen Tag aufnehmen muss. Denn, Leute, wenn ihr das hier seht, befinde ich mich gerade mitten im Urlaub. Und ich bin da 2 Wochen. Ich nehme gerade 2 Wochen im Voraus auf. Und ja, das heißt, ich kann mit den anderen jetzt kein dummes Rainbow Six Siege zocken. Was nicht jetzt schlimm ist. Ich muss nur eine ganze Menge Voraus produzieren. Deswegen habe ich, Leute, ich habe jede Armee Namen aufgeschrieben. Ich lese mir auch weiter im Urlaub die Kommentare durch und beantworte die. Es ist halt nur so, dass ich, während ich im Urlaub bin, halt nicht Videos produzieren kann. Kommentieren und so weiter kann ich ja noch alles. Das ist ja da nicht das Problem. Gut, unterjochen wir die. Dann machen wir jetzt mal eine Unterjochungskampagne. Ich glaube, das wäre mal geil mit dem Persern, weil wir kriegen auch mehr Geld durch Satrapien. Darf man nicht vergessen. Gut. Tada! Gut, dann stellt euch mal neben die Stadt. Oh, östliche Speerkämpfer. Nice, nice. Netter Randfakt. Früher haben die Persien auch einen Großteil ihrer Armeen durch Satrapien finanziert. Das war bei denen normal damals. Also, ja, was heißt finanziert? Ein Großteil ihrer Armeen bestand einfach aus Satrapien. Ach, was laber ich hier für ein Mist eigentlich? Ein Großteil ihrer Armeen kam aus Satrapie-Staaten. Und wurde nicht von ihnen selber rekrutiert. Und ja, wir haben jetzt super geile Elefanten. Gut, damit haben wir den nächsten Staat unter unsere Kontrolle gebracht. Bakhtin soll mal hier seine Städte verlieren. Main, Maskat und Himyar sollten eigentlich mal die nächsten sein. Das würde ich doch bevorzugen. Nice. Jetzt handle ich mit beiden hier unten. Und die ist egal. Hauptsache, ist mir egal, wer gewinnt. Ich handle mit beiden. Gut, Armenien, wir könnten fast schon wieder Frieden machen. Nice. Die haben momentan mega Stress mit den Roxolanen anscheinend. Weil ich habe keinen Bock, mit denen Krieg zu haben. Alter, die haben ja mega Angst vor mir. Die haben so viel Krieg mit den Roxolanen, dass die mir einfach 3500 jetzt in die Hand drücken. Die mögen mich sogar. Wir sind eigentlich wollen die sich, glaube ich, nicht beteiligen an dem Krieg. Gut, dann bleiben sie jetzt draußen. Die haben halt jetzt nur ihren Verbündeten verloren. Gut. Wir haben jetzt weiter nur noch Krieg mit den Seleukiden und den Sarden. Ich wollte jetzt gerne, dass, ja, Adamantu gleich erobert wird von den Seleukiden und dann fängt mein Vasall hier an, was zu tun. Was macht der da? Der macht mir Angst. Der macht mir nicht nur ein bisschen Angst. So, und hier bauen wir jetzt die Tempel um. Das können wir uns eigentlich leisten. Wobei 7 Nahrung. Wir haben momentan nur plus 6. Okay, wir bauen hier gerade das Nahrungsgebäude. Gut, gut. Weil sonst könnten wir uns das nicht leisten. Wir wollen hier die beiden Tempel umbauen. Wir wollen jetzt einmal den Tempel bauen, dass wir Kultur, Geld bekommen. Und einmal, dass wir prozentual Kultur steigern. Und gibt es hier noch was? Es wird hier noch was zur Kultur geben. Gouverneurpalast. Können die Perser. Gibt es hier eigentlich irgendeinen geilen Ausbau? Wir können auch den Wohlstand aus allen Quellen steigern. Subsistenz haben wir relativ viel momentan. Hier haben wir Industrie. Hier haben wir Handel. Aber es wäre halt nicht so viel. Das wären 10%. Das wären nur 3. Da oben auch Kultur. Weniger, dafür kriegen wir nochmal selber Kultur an sich und verbrauchen keine Nahrung und kriegen mehr öffentliche Ordnung. Alter, wir können die beiden bauen für Kultur.
Und dann haben wir noch einen letzten frei. Wir haben ja noch drei Plätze. Dann bauen wir da noch Gewürzmittel rein. Aber dann können wir keine anderen Gebäude mehr reinbauen. Und Wachstum brauchen wir auch eigentlich nicht. Und andere Gebäude. Auch Militär nicht. Ja, dann verlieren wir die Industrie, aber... Dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Gut, ich habe jetzt da oben gar keinen Krieg mehr. Ja, könnt ihr die Sorgen noch gar nichts machen, aber es ist sehr vorteilhaft. Ich brauche nichts mehr zu befürchten von den Armeniern. Die sind nämlich sehr, sehr stark am Anfang. Entschuldigt, wenn ich zwischendurch was trinke, aber ein paar Stunden am Stück aufzunehmen, ist ein bisschen anstrengend. Oh. Gut, die Clowns Manticore helfen uns. Gott, auf ins Schnetzeln. Auf ins Schnetzeln. Gut, dass Atropatene mir jetzt hilft. Bauen wir uns auf. Wo kommt unsere Verstärkungsarmee? Von da links. Gut zu wissen. Ah, das ist ja mehr ohne Kavallerie. Alter, da draußen bohrt jemand rum. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Das wäre mega räudig. Tut's mir leid, Leute, aber da es legendär ist, kann ich nicht mal sagen. Ich nehme den Part einfach neu auf. Falls dieser Junge jetzt unsere Aufnahme gerade korrumpiert, dann reiß ich irgendwie ein. Okay, ich sag nichts. Wow, wow, wow. Da er von der linken Flanke kommt, fände ich es gut, wenn die Äxte über meine Rechte kommen würden. Der Gen kommt dann auch da lang und die Artillerie lockt ihn sowieso zu uns. Ich meine, er hat ja hier auch persische Kavallerie, Gen. Ist ja nicht ineffektiv, habe ich gehört. Ja, er marschiert auf mich zu, weil ich die Artillerie habe. Oh, königliche Peltasten. Peltasten. Und ein Haufen Piken. Ja, was ist da nochmal? Persische Söldnerkavallerie. Natürlich. Die haben mir jetzt zwar nicht richtig hart angehittet, aber eine Runde hätte echt nicht geschadet. Oh, da unten kommt die Verstärkungsarmee. Gut, machen wir einen schnellen Kampf mit dieser. Wobei, nee, da kriegt der fetten Waldvorteil. Ich sollte schon nach vorne gehen, aber nicht so krass wie gerade. Meine persischen Obliten können sich, glaube ich, darauf einstellen, die andere Armee ein bisschen abfangen zu müssen. Mein Gen sollte da weg. Ich möchte nicht meine Kavallerie gerade an dem Scheiß jetzt verschwenden. Ja, ballert einfach. Ballert ihm die Hucke voll. Meine Schwerterchen sind bereit. Och Mann, ich bin gerade wieder dumm im Befehle geben. Oh yes, da kommen sie alle. Ha. Ich hoffe doch, dass meine persischen Schwerter ihnen eine schöne Überraschung geben werden, was ein Tod bedeutet. Bam, reinballern. Stellt euch schon mal so auf. Komm, noch Schützen. Moment mal. Ich hasse die KI. Ja gut, dass du Erfahrung bekommen hast. Die KI hilft mir nicht. Frecher könnte man ja nicht sein. Baller mal da rein. Das ist ja mal mega frech. Sie hilft mir einfach nicht. Ihr müsst schon mal auf die Flanke ausklappen. So habe ich euch doch gar nicht aufgestellt. Kämpft. Versucht beide Kavallerieeinheiten reinzuziehen. Oh shit. Helft mir doch! Ey, wie dumm seid ihr denn? Baller mal da rein. Ist das gerade euer Ernst? Das kann nicht sein Ernst sein. Was ist das für eine buggy KI? Och nein, die KI denkt ja, sie wäre Verteidiger und deswegen tut sie nichts. Och Mann. Alles einfach rausgerannt wie ein Feigling. Lass ihn dafür bezahlen. Das ist ja mal mega räudig. Die KI denkt, sie wäre Verteidiger. Und deswegen wartet sie einfach. Das ist nicht buggy, das ist einfach... Die Programmierung. Komm, erledigt diesen Pikentrupp. Gib mal raus da.
Das ist ja mal, wenn ich jetzt verliere, ist das echt nicht mehr meine Schuld. Das ist dann sowas von nicht meine Schuld. Komm, gib mal in die Schützen rein. Ich habe meine eigenen Männer gerade voll zerschossen. Das ist ja mal mega räudig, diese dumme KI. Meine Fresse, ey. Zerschießt sie. Ihr geht da rein. Oh, da kämpft er ja doch. Alle auf die Piken. Das ist ja echt nicht zu glauben. Oh Mann, ihr dummen, dummen Creative Assembly-Mitarbeiter. Was tut ihr denn? Was soll das? Warum denkt die KI, sie wäre der Verteidiger? Oh, sie soll mich unterstützen. Nicht so einen Mist machen. Ja, jetzt werde ich überrannt einfach. Ich dachte echt, ich bekomme ein bisschen Unterstützung. Ich werde mich nachher mit dem Teil da mit zurückziehen. Zum dem. Dann darf er doch noch ein bisschen mitkämpfen. Bogenschützen können schon mal anfangen. Schnapp dir diese Kamele. Ballert da rein, ballert die Schützen weg. Dafür haben wir noch die Zeit. Das ist jetzt echt ein bisschen traurig für meine persischen Schwerter. Sie metzeln sich so gut dadurch. Ich würde aber gerne auch das Beste machen, solange die noch leben. Der hat auch viele Schützen. Dann werden wir gleich viel plänkeln müssen. Geht an die Belagerungsräte wieder. Brechen. Danke. Ran an die. Ran an die Balliste. Ja, da werden sich ja Sperrkämpfer-Truppe sich euch holen. Geht an die scheiß Ballisten. Wir haben keine Muni mehr, dann lauft. Gut, ihr lauft jetzt. Ich sehe, wie das langsam hier ein bisschen überhand nimmt. Na, erstmal komplett durch, sonst packt das nachher so dumm rum. So, das frischeste Frisch, was ihr haben könnt, bitte. Nicht mehr ohne Befehl. Ihr habt ja doch noch Muni, ihr dummen Jungs. Reinballern. Baller den Trupp weg. Ja, ich muss jetzt frontale Piken rein. Ja, eine andere Chance habe ich nicht. Na komm, laufen wir. Er schießt gerade die letzten verbleibenden persischen Schwerter ab. Ey! Oh Mann! Wieso ist dieser KI... Guckt euch das an, Leute. Die KI ist programmiert auf. Ich werde angegriffen. Das heißt, ich bin der Verteidiger. Das heißt, ich muss mich nicht von Ort und Stelle bewegen. Das sagt die KI-Programmierung gerade. Und das ist so, das ist einfach so blöd, weil ich angegriffen werde und er mir zur Verstärkung kommt. Ja gut, die Ballisten werden sich jetzt geschnappt. Und meine Arme, Alter, meine persischen Schwerter sind einfach solche Biester gerade gewesen. Es ist so traurig, dass sie jetzt alle vernichtet sind. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Jeder hat seinen Job getan in dieser Schlacht. Jeder. Jeder einfach. Nur du nicht. Diese Schützen, guckt euch das an, Leute. Man denkt so, hä, was willst du von dieser Armee erwarten? Aber stellt mal vor, dass während ich noch gegen die erste Armee kämpfe, diese Armee in den Rücken fällt und mit drei Bogenschützentrupps in den Rücken schießt, sowohl mit Kavallerie in den Rücken chargt. Hm, ist das tödlich? Maximal, ja, danke. Natürlich wäre das jetzt was gewesen. Meine Güte. Was hat ein Kaff noch? Er hat noch sein König. Er hat noch seinen Hauptgen von der Hauptschlacht. Das kann echt nicht sein. Und er hat hier nochmal Königappeltasten-Gen. Er hat hier nur mit zwei Armeen angegriffen. Sonst hat er noch ein paar Piken und ein bisschen schlechte Infanterie. Wir können die Schlacht gewinnen. Und Atropatene, du schuldest mir dein Leben, wenn wir diese Schlacht gewinnen. Wenn wir diese Schlacht verlieren, rottet der dich aus. Befreien kann ich dich dann auch nicht mehr. Dann müsste ich mit dem Roxolan-Krieg anfangen und dich aus Gazaka befreien. Das wäre sogar der Ursprungsplan. Und dadurch, dass ich dich aus Gazaka befreie, würden die Armeen mich mögen. Dann würde ich zwar Kriegen aus Solan haben, aber du würdest dann eigentlich dagegen vorgehen als Atropatene. Zusätzlich könnte ich ein Bündnis mit den Armenern schmieden, was heißen würde, ich müsste die nicht so früh platt machen oder eigentlich gar nicht platt machen, solange sie nicht in meine Pläne eingreifen. Ich hoffe, wir verlieren die Schlacht. Ich gebe aber trotzdem alles, weil meine Grunddevise lautet, niemals aufgeben. Selbst wenn ich diese Schlacht eigentlich in gewissermaßen ein bisschen verlieren möchte, darf ich jetzt nicht aufgeben. Diese Schlacht kann man gewinnen. Ja, schleicht meinetwegen noch ein bisschen. Also wir können sie alle im Gebüsch verstecken. Ja, ich hoffe, dass die KI jetzt nicht sagt, höhö, ich bin der KI, ich kann dich sehen, weil ich weiß, dass du da bist. Natürlich weiß der Computer, dass ich da bin, aber er sollte so spielen, als wüsste er es nicht. Jen, versteckst du dich mal?
Er wird relativ früh wieder sichtbar. Ja, die drehen sofort wieder um, wo man unsichtbar wurde. Das finde ich praktisch so. Stell dich aber so auf, dass du hinter denen langlaufen kannst. Mal ein bisschen neu aufstellen. Der wartet jetzt drauf, angegriffen zu werden von dem Silakin. Ich habe ihm seine Infanterie vernichtet. Da hat er nichts mehr. Also, das ist echt nicht mehr nennenswert, was, mit was er da auf einen zumarschiert. Ich werde ihm so von der Flanke aus den Tod bereiten. Ich werde immer einen Trupp komplett fokussieren und bei meinem Gen immer die Moral kaputt machen. Ja, die haben meinen Gen gesehen. Aber meine Schützen noch nicht. Aber dann locke ich die mit meinem Gen mal weg. Das war jetzt ein bisschen dumm, den so früh rauszubewegen. Voller Breitseite auf den Trupp. Ja, der steht im Gebüsch. Das war dumm, meinen Gen früh rauszubewegen. Hä? Oh! Was soll das? Ey, der will nur meinen Gen. Das ist... Wobei, das ist gut für mich. Wenn ihr seine Schützen feuern weiter, müsste es anders. Und meine Schützen laufen weg und die Infanterie versucht, den weiter zu schnappen. Ich laufe hier eigentlich gerade in der Sackgasse. Gut, solange sie meinen Gen verfolgen, sollte ich den Vorteil nutzen. Gut, ihr lauft komplett weg. Ihr habt den Schützentrupp damit jetzt eliminiert und ihr lauft auch weg. Er macht komplett Fernkampf. Er muss doch ein bisschen Nahkampf machen. Jagt den persischen Kaff da rein. Das sind nur... Ja, warten wir hier auf die. Na komm, dein Gen! Ey, nee, das ist jetzt aber blöd. Normalerweise, wenn man selber einfach in seine Männer reinlegt, jagt er immer Kavallerie einem entgegen. Ja gut, jetzt hat er Angriffsbefehl gegeben mit seinen Männern. Nein! Macht sie weg! Ja, vernichtet den Trupp. Na gut, du musst jetzt ein bisschen in die Sackgasse laufen. Das ist gerade der Trupp ist tot. Der Trupp ist tot. Du musst da mit draufschießen. Nein, Seite, du musst laufen. Dann läufst du lieber in die andere Richtung. Na, ein bisschen schräg darüber noch. Ja, besieg den Trupp. Gut, rüberkommen. Meine Armee ist mir wichtiger. Perfekt. Der versagt einfach. Oh ne, ich muss euch diese ganze Armee da noch aufwischen. Oh. Hat diesen Trupp weg. Gut, so stehen bleiben, dass ihr nicht in den anderen Trupp reingeht. So stehen bleiben. Oh, danke schön. Lockst du ein bisschen rüber, mein Gen? Ja, du beläufst mal lieber ein bisschen. Oh, du läufst da durch solche Speckkämpfe durch. Da lang. Perfekt. Nicht mehr nötig zu ballern. Könnt euch da aufstellen. Nice. Gut, was muss ich gleich noch alles töten? Eigentlich alles. Er hat nichts umgebracht. Sein Gen hätte voll, richtig gut was reißen können. Aber wenn man den einfach in der Ecke stehen lässt, ist es klar, dass man nichts mehr tötet. Gut. Rüberkommen. Wir versuchen zu seinen Gen rüber zu locken. Den wollen wir haben. Wenn der stirbt, hat er keine Moral. Schießen. Stellt euch auf. Na, die Bogenschützer haben Paket gemacht. Die schiere Anzahl verleiht ihm seine eigene Qualität. Ja, gut. Ja. Wären da gute Piken im Nahkampf, dann würde er sie jetzt selber. Alter, der hat einfach zwei mögliche Tasten noch. Ammoni hat aber nicht mehr hier mit seinen Truppen, ne? Warte. Das heißt, ich kann schwerer Schuss machen. Na komm, können wir jetzt drauf schießen. Du hast noch nicht Reichweite, aber jetzt. Ich schieße zwar frontal auf einen Trupp drauf, der Hoplons hat, aber ich muss den Gen wegbekommen, der ist er. Ich will mir währenddessen seine Armee angucken. Auf Nahkampf. Tötet den Gen. Ist der Gen tot? Nein, da steht er noch. Ich sehe ihn. Der rote Mantel ist noch da. Hoffen wir mal. Ne, die anderen Schützen sind im Nahkampf, das heißt, die haben keine Money mehr. Wo ist denn Gen? Da, ich sehe ihn. Ne, ist er das? Egal, wir chargen einfach alles um, das heißt, ihr müsst normal laufen.
Ballert da rein. Raus da. Verdeckt sie mit Pfeilen und auf den Gen schießen. Der steht sowieso in der Mitte, das ist das beste Ziel. Ach du Scheiße, hat der wenig umgebracht, der dumme Atropatene-Mensch. Also wenn man am Rand der Karte steht, dann bringt halt auch der Plänke-Modus nichts mehr, wenn den schützen, ne? Gut, mein Gen kann die wieder ein bisschen weglocken. Das ist echt unglaublich. Und Feuer frei. Lauft mal ein bisschen. Ich möchte einzelne Trupps hier rüberlocken. Oh scheiße, da haben ja welche Muni. Oh Mann, das macht es so viel komplizierter, dass noch Trupps Muni haben. Ich will aber sein Gender drüben haben. Ah, hör auf mich zu ballern. Schalt euch hier im Gebüsch auf. Ja, lieber alle zusammen. Dann noch richtig den mehr Schaden an. Da sind normale Piken und östlicher Sperrkampf. Also nichts Bedrohliches. Rein da. Entschuldigung. Die könnte er doch automatisch feuern. Nice, er macht nichts. Steht der Gen eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Hauptsache, jetzt ist er weg. Ich kann jetzt keinen Kriegsschrei drauf machen. Das gefällt mir nicht. Kommt. Kommt, schneller. Also gut, Gott sei Dank werfen die keine Speere, bevor sie in den Kampf gehen. Haha. Ich würde jetzt gerne die östlichen Speerkämpfe wegchargen, aber wenn das bedeutet, dass nur eine Pike mich sticht, dann verliere ich automatisch Kampf draußen. Lauf dahin! Boah, der rennt ja richtig mit den Schützen, die nochmal hier haben. Komm her. Komm her, mein Großer. Ah, die Steinschadrer jagen meinen Gen, das ist nicht vorteilhaft. Vor allem da hinten war ja eigentlich der Hauptkampf. Jetzt kämpfen wir hier hinten. Komm, ballert sie weg. Weil der Top da hinten hat eigentlich nochmal die, ne? Stein. Auf den schießen. Komm mal hier rüber zu denen. Du musst denen helfen. Im Nahkampf kämpfen kann ich ein bisschen ja noch. Vor allem, wenn ich noch vorher noch eine Salverei mache. Komm, mach den Trupp weg. Feuerpfeil für den Trupp mit den wenigsten Männern. Alter, der rennt mir richtig hinterher mit denen. Lauf da lang. Kriegt das an den Feuerpfeilen? Dann beeil dich. Ja, die Feuerpfeile reduzieren anscheinend die Reichweite. Ich dachte, das wäre ein. Wusste ich nicht. Oh, mein Gen! Ja, der läuft einfach an mir vorbei. Stopp. Automatisch. Schaubeschuss auch aus. Lauft. Der Gen soll sich um die kümmern. Ich bin gleich am Rand der Karte, oder? Oh, ich habe noch sehr viel Platz zur Plänke bis hierhin. Na gut, dann lauft mal hierhin weiter. Der eine. Ach, der, ich laufe immer in die Reichweite des Trupps, der noch Money hat. Nein, du bist. Ja, da vorne. Dieser eine Stadtschauer-Trupp ist zu weit vorne. Stellt euch da auf. Dieser eine Trupp jagt mich ein bisschen zu weit. Ja, genau. Renn mehr mit dem. Renn mehr. Ich will es. Und dann hast du hier keinen Vorteil mehr. Oh, yes. Du kannst dich selber wieder frisch machen. Das ist das Geilste an Gen, der sich frisch machen kann. So, ich glaube, ich mag lieber eine Dreierlinie. Die ist effektiver gegen schwere Infanterie. Hat er überhaupt noch schwerer? Ja, sie königlichen Plättasten und die Piken. So, ihr feuert nur noch auf mein Kommando. Ihr dürft nur noch auf diesen einen Trupp schießen, der Muni hat. Das ist der einzige Trupp, der mit dem Gen noch gefährlich werden kann. Mein Gen hat ja auch noch Muni. Die darf er nicht verballern. Ja, ich habe perfekt die Reichweite, sobald er rauskommt. Macht ihn weg. Ein Trupp hat er nicht mal gerade gesehen, den da. Gut. Das ist der einzige Trupp, der schießen kann, und er schießt auf meine Bogies. Das heißt mit anderen Worten, Gen, du hast freien Lauf. Lock die mal weg in die Richtung. Da sind Piken bei, Vorsicht. Der Trupp hat auch keine Money mehr. Schießt. Lauft. Na, dass sie nicht im Laufen schießen können, haben wir echt gut zu balancen gemacht. Es gibt denn echt den nötigen Nachteil. Rein da. Ja, und keiner hält mich auf. Juhu. Bam.
Und sofort wieder raus. Rein da. Du musst laufen, du hast Money. Du läufst da rein. Stellst dich da auf und dann läufst du da rein. Und du schaust in den Rücken. Moment mal. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nochmal schießen ist hier nicht angesagt. Das muss reichen. Na gut, ich wurde hier ein bisschen erwischt, habe ich nicht drauf geachtet. Nein, er darf nicht auf mich schießen. Komm, ballert ihn ab. Und jetzt nochmal Geschosse. Kommt, hört auf, hört auf. Boah, er schießt auf meine Bogenschützen. Boah, ist er blöd. Kommt, ballert sie weg. Das sind Elite-Infanterie. Lauft. Nice. Umdrehen, reinchargen. Nochmal frisch machen hier. Die sind zwar frisch, aber Leute, nur frisch und aktiv bestimmt natürlich der, wie gerade gut die kämpfen. Aber die haben immer eine Leiste von 0 bis 100%, was deren frisch angeht. Und wenn die jetzt 90% haben und deswegen immer noch bei frisch sind, kann es sein, dass sie ganz schnell runtergehen und deswegen dann auf aktiv gehen. Oder außer Atem, ich weiß jetzt nicht, was das da drunter war. Ich glaube aktiv. Ich habe gerade besseres zu tun, als darüber nachzudenken. Oh, diese königlichen Pentasten sind leicht räudig. Was sicher Sperrkämpfe, die alleine sind? Ich weiß gar nicht, warum ich weglaufe. Oh yes, kommt. Zack. Zack, 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 zack. Bam. Du bist der Trupp mit Money. Warte, noch nicht schießen, aber aufstellen. Fast automatisch schießen? Nein, perfekt. Aufstellen. Ich würde jetzt eigentlich gerne die Piken vorher vernichten. Dann könnte ich ihn da mit Armeeverlusten zum Weglauf bringen. Gut, dann stellst du dich da auf, um ihn wegzulocken. Und ihr stellt euch hier hin. Ich habe ja noch Money mit meinem Gen. Das darf ich ja nicht vergessen. Ich glaube, es sind... Oh, wie viele Schüsse habe ich insgesamt? 10? 15? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie normaler Bogenschütze, glaube ich. Habe ich Money. Der ist schon so standhaft. Ne, den mitgenommen. Feuerpfeiler. Glocken. Ihr lauft weiter dahin. Nein. Die Bogenschützen da sind noch nicht in Reichweite. Aber gut, dass er defokussiert. Dann kann ich ihm schön Rücken ballern. Dann bringt sein Schild ja noch weniger, als es sowieso bringt. Gut, jetzt schwerer Beschuss. Okay, lauf. Er hat schon zum Charge angesetzt. Komm, ein paar schwere Schüsse hier in den Rücken. Oh, ich habe niemals gedacht, dass es sich wirklich umdreht. Oh, lauf, 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 lauf. Nein. Lauft schneller. Wir vergeuden die Money, die wir bei den Königball-Tasten brauchen. Jetzt einfach mal dafür, dass wir auf Armeeverluste setzen. Nice, aufhören. Jetzt kannst du mal da reinballern. Wobei, nee, ballern wir hier zusammen. Nee, ich habe eine Idee. Brauchen wir gar nicht. Du stellst dich einfach mal da auf. Angriff. Rückst hier weiter weg, du kommst hier rüber und umchargen. Du. Die hört auf. Und doch wieder angreifen. Ja, er hat die Piken perfekt hochgehoben für mich. Dankeschön. Oh nein, so lang gezogen laufen. Dann erwischt er nicht den einen Flügel. Nice. Dich nummerieren wir. Warte, wir nummerieren dich mal in die 4 und die anderen beiden in die 2. Nein, 2. 4. Ah, die 4 hatte ich nicht gemacht, deswegen war das gerade komisch. Gut, nicht automatisch feuern. Gut. Das ist die Gelegenheit, den Rücken zu ballern. Wobei, nee, er ist gerade wieder im Gebüsch. Dumme Idee, den Rücken zu ballern. Nein. Ach, ich habe vergessen, dass die 4 schießen kann. Eigentlich ist die 3, aber die schießen Einheit. So. Da setzt gerade die Trailer-Musik einfach im ersten OL-Mod. Wie passend. Lauft. In die Flanke. Feuer frei. Leider haben wir keine schweren Geschosse mit den Jungs. Rüber. Oh Mann, 110 königliche Petasten. Und weil es ein Genis läuft, er nicht weg. Ich kann mir keinen Nahkampf leisten. Ich muss jetzt meine komplette Money verballern mit jedem Trupp. Und jetzt ist nur noch mein Gen leider übrig. Schade, aber die haben alle ihre Kills gemacht, würde ich sagen. 358, nice. Ja, kommt, kommt, wir wollen schön Verluste hier haben. Eine allerletzte Salve muss ich mir aber mit Feuerfallen bereithalten.
Komm, der Gen selber schießt gar nicht. So laufen. Genau, dann werde ich dir besser nicht getroffen. Nice. Dass wir nicht im Laufen schießen sollen, ist echt ein guter. Echt eine gute Balance-Sache. Wir müssen noch zu Tode erschöpft sein, oder nicht? Also selbst meine sind zum Teil erschöpft. Gut, dann jagen wir die nachher gleich in seine Flanke rein. Gut, eine letzte Feuersalve bereithalten. Nein, die Feuersalve darf nicht meine Bogis treffen. Okay, könnt doch reinchargen. Da nicht reinchargen. Ich dachte, die Salve kommt noch. Ihr könnt mal wieder zurückgehen. Ihr könnt eigentlich schon mal einen Bewegungsangriffsbefehl haben auf den. Und ihr stellt euch da auf beim Gehen. Ich muss eine Feuersalve reinbekommen, kurz bevor ich charge meinen Bogies, ohne dass meine Bogies den Feuernachteil dann bekommen. Das ist leider ein bisschen kompliziert. Komm, wechsel das Ziel. Zurück. Ja, auf jeden Fall zurück. Du kannst schon rein. Du auch? Perfekt, so. 3 und 4 auch. Rein. Das und Frischmann. Mehr kann ich nicht machen. Er hat einen Charge in den Rücken bekommen, aber er schlachtet meine Bogies halt ab, ne? Direkt neuer Charge. Wir sind nicht in Attila, wir sind in Baum, das heißt, wir können auch mal reinchargen, ohne jetzt zu befürchten, dass meine Kavallerie beim Rausziehen stirbt. Und du stehst ein bisschen im Weg, wer das auch immer ist. Oh, das ist einer der vorderen Trupps. Keine Ahnung, wie der sich außen rumgepackt hat. Kommt! Sterb doch einfach! Das ist sehr schwere Schockkampf. Das kann nicht sein! Meine armen Bogies! Haut ab, meine Bogies! Flieht! Flieht! Na komm, Charge gegen Charge, mein Freund! Ja, dreh dich halt vorne nochmal um. Zack. Und wieder raus. Ganz schnell raus. Das sind königliche Peltas. Die sind zwar gegen Kavallerie scheiße, aber immer noch gut genug, um mich halt zu zermetzeln. Komm, ich bin zahlenmäßig weit überlegen. Gib doch deswegen allein schon auf. Oh. Der ist jetzt dumm wieder reingelaufen, der eine. Ich hoffe, wenn mein Gen... Ja! Wir haben gewonnen. Juhu. Bam. Bam, bam, bam. Alter, ich will nicht wissen, wie lange die Schlacht gedauert hat hier. 29 Minuten. Eine Spielzeit halt ein bisschen weniger, weil wir vorgespult haben. Also Leute, wenn das keine geilen Kills sind, dann weiß ich auch nicht weiter. Es sind die geilsten Kills, die ihr hier gesehen habt. Guckt euch diese Kills von dieser seiner Armee an. Einfach lächerlich, aber ich habe sie alle besiegt. Nein! Es hat keiner überlebt, einfach keiner. Von denen aber links haben meine Bogis-Erfahrung auf mein Gen. Kein persischer Schwerttrupp hatte Bild. Vor allem, das ist meine Drittarmee. Das ist ja gar nicht eine meiner normalen Full-Stack-Armeen. Ich will gar nicht wissen, wie die. Die hätten, glaube ich, sogar den normalen Kampf gegen die gewonnen. Ach, wenn die Bogenschützen ihre komplette Money verballern bei den Persern, dann ist das so ein Segen. Ich habe ja noch mehr Munition, da ich ein östliches Reich bin für von 20%. Darf man nicht vergessen. Puh, Wow, danke für den östlichen Steinschleuderer. Den brauche ich auch mega. Lauf. Gut, das gehört nach Bagdad, dann ist das ein sicherer Weg. Hältst du das alleine hier durch? Du solltest doch jetzt eine Garnison haben, die sich langsam auffällt, ne? Was haben wir denn? Ne, in Gruppe. Na gut, er schickt seine Armeen rüber, um sich dort zu sammeln. Du kommst jetzt auch rüber. Aber Leute, ich würde sagen, das wird es mit diesem Part gewesen sein. Der Part hat sich ein bisschen länger gezogen durch diese geile Schlacht. Ich würde sagen, ich hoffe, diese geile Schlacht hat euch natürlich gefallen. Ich war richtig geil. Auch wenn ich sagen muss, dass Atropatene ein dummer kleiner Loop ist. Hat es doch Spaß gemacht, die zu spielen. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Ciao.